So, ich habe ein paar Zähne. Ja, das Müsste ich freut mich für damit dich. nicht die Axt aufbessern können? Juhu, ein Lämpchen ist fertig. Ah, gut. Ich brauche jetzt nur noch Sticks. Hast du zufällig Sticks bei dir? Nö. Leider nicht. Belastend. Muss ich hier doch wieder alles abgrasen. Brauche nämlich noch 44 Stück. Okay, ich habe meine Axt ziemlich stark aufgewertet. Das freut mich. Ich würde sie bestimmt auch stark aufwerten, wenn ich sie tatsächlich benutzen würde. Ja, ich glaube, ich gehe mal in die Höhle unter mir. Warte, ich komme mit. Warum auch nicht? Müssen wir schon mal in die Hast du Höhle genug gehen? Material, um mobilen Unterstand zu bauen? Nee. Dann würde ich besser, dann sollst du, beziehungsweise dann sollten wir vielleicht einfach noch nicht reingehen. Weil dann kann ich einfach mit vollem Inventar einfach immer unten spawnen. Beziehungsweise immer bei dir spawnen. Ist vielleicht sinnvoller. Wozu brauche ich da einen mobilen Unterstand, wenn ich da ist? Damit ich da unten mich Höhle. abspeichern kann. Okay. Dann musst du dir aber eins holen, oder nicht? Nein, ich brauche nur irgendeinen Ort zum Speichern. Dann bastel du dir doch ein, oder nicht? Ja, cool, ich habe aber auch keine Ressourcen. Dann besorgen wir uns welche. Es dauert aber wieder so lang. Sure. Wer Ich war hasse man es, wenn man in Spielen keinen Fortschritt macht. ein Ziel für heute? Wäre es bestimmt, aber ich sag's dir ganz ehrlich, ich glaube, nach heute werde ich Forest nicht mehr weiterspielen. Meinst du? Also ich habe wirklich, man merkt ja wieder, es ist genauso wie bei Starbound. Und ich habe einfach wirklich keinen Bock auf dieses Spiel. Aber du kannst hier ziemlich cheaten. Ja, ich weiß. Und das ist der einzige Grund, warum ich das noch mache, weil ich wissen will. Ich weiß gar nicht, warum. Ich meine, spart mir halt Zeit. Sure. Ich hasse Spiele, die immer so ewig dauern, wo man keinen Fortschritt macht. Aber ist das nicht bei, es ist bei Werft, ist das genauso. Da kannst du zumindest konstant irgendwas machen. Du hast eine halbwegs interessante Story. Naja. Wo hast du hier was zu trinken? Ich bräuchte mal In der was. Schildkröte ist bestimmt noch irgendwo was. Ach, hier. Herzlichen Dank. Du hast doch hier genügend Stöcker. Ist doch hier genügend Büsche, die da. Die geben keine Stöcke. Noch nicht. Ja, dann fällen wir mal weiter Bäume. Ja, dieses spannende Gameplay. Und du hast da oben ja, du hast da oben ja die. Dass da oben ja ein paar für mich gefällt, dann kann ich da ja. Kann ich Bei die dir mal oben, ja. abholen. Ich kann dir auch gerne noch mehr fällen. Ich kann auch mir hier nur ein paar fällen, weil. Warum sollte ich das nicht tun? Es ist halt lästig, dass der Typ, sobald er nur ein bisschen hungrig ist,
Zeit nicht mehr wirklich rennen kann. Ja. Weißt du, was mich, glaube ich, am meisten an dem Spiel stört? Ist, dass man konstant von irgendeinem Scheiß angegriffen wird. Ja, das liegt daran, dass man in der Nähe von dem Dorf... Nein, liegt das nicht. Ich habe nicht in der Nähe von einem Dorf gebaut und ich werde trotzdem hier permanent angegriffen. Aber die kommen übers Wasser, die kommen von meinem Dorf zu dir rüber. Da jetzt liegt es auch ist trotzdem wirklich extrem nervig. Ja. Springen wir hier noch mal ordentlich rein. Ich weiß nicht, wie lange würde denn die Story dauern, wenn wir die jetzt noch mal angehen würden? Wenn wir da noch 4-5 Streams mitmachen oder wäre das dann... Nee, also ich wiederhole. Ich mache den Stream heute noch durch und dann habe ich wirklich keine Lust mehr. Dann ja, haben wir theoretisch, alles wenn wir das machen würden, wenn es dann... Würde das in. Würde es noch 10 Streams dauern oder können wir das in 2 Streams? Ich weiß, wie gut du in Kämpfen bist und das kriegen wir in 20 Streams hin. Ah, okay. Realistisch geschätzt, also. Macht halt wenig Sinn. Lass mal lieber bleiben. Ja, es macht halt wenig Sinn, weil. Du wolltest mal spielen. Ist cool. Es ist ein Open-World-Spiel. Für sowas Survival, bin ich geschafft. Das sind die zwei Dinge, die wir jeweils eigentlich hassen. Aber Raft ist auch ein Open World Survival Game. Nein, ist es nicht. Es ist nicht Open World, es ist, du hast ein Floßspiel. Du hast keine offene Welt, du hast ab und zu mal Inseln, die du in 5 Minuten fertig machen kannst und dann ist gut. Mhm. Das erinnert mich an Sea of Thieves, was denn auch nicht gefallen hat. Was wir dann auch abgebaut haben. Sea of Thieves hat mir gefallen. Ich hasse nur, dass es ein Multiplayer-Spiel ist. Das ist doch gerade der Reiz daran. Im Prinzip, wenn es halt nicht PvP wäre. Ich meine, es gibt mittlerweile PvE-Server. Aber ich bin auch kein Fan davon, dass du halt 60 Euro für ein Spiel bezahlst. Hey, möchtest du Microtransactions machen? Hier! Kauf dir diese Dinge für echtes Geld in diesem 60 Euro teuren Spiel. Das ist halt der einzige Grund, warum ich sage, Sea of Thieves, nein, mache ich nicht mehr. Weil ich sowas nicht supporten will. Was schade ist. Es ist schade, dass sie das machen, ja, aber ich habe auch Prinzipien. In gewisser Weise. Du hast die Ingame Boys an. Was ist das denn? Hab ich? Ja, so ziemlich. Oh, das tut mir leid, dann mache ich das kurz aus. Das klang gerade seltsam. Ich komme mal zu dir rüber. Oh, vielleicht, ja, vielleicht können wir jetzt mal starten. Ich glaube, ich habe gerade Q gedrückt, oder? Ja. Ja. Ich komme mal zu dir rüber. Da, wir müssen mal schlafen, wenn es wieder geht. Wenn es geht. Also ich glaube, bei mir ging es vorhin. Ja, hier sind übrigens gerade Leute. Machen wir also, den Game Voice aus. Die ist aus! Ich bin mir relativ sicher, dass es nicht. Oh mein Gott. Ich denke, sie ist nicht aus. Moment. Ist nicht aus, denke ich. Absolut nicht. Besser. Oh, ich weiß nicht. Ist jetzt gerade besser? Ich werde hier gerade im Loop gehen. Ich sehe nicht, von wem ich abgestartet werde. Ja, ich weiß. Das ist so nervig mit den Kämpfen. Ich werde gerade in deinem Haus vermöbelt. Modi, Hilfe. Ja, ich bin komm tot. Gleich, Moment. Ich lass mal Medium-Einstellungen, weil warum soll ich das wieder machen? Ich bin tot. Kannst du mich mal gerade in deinem Haus beleben? Wie gerade in deinem Haus kannst du mich mal wieder beleben gehen? Ja, würde ich. Ich muss kurz zum Spiel beitreten. Oh oh. Und dass man auch alles immer direkt komplett verliert, ist auch so scheiße.
Ich mach's doch hier gerade bei dir im Haus vor deinem Bett. Also komm mal bitte. Ja, Moment. Komm mal bitte mich unterbrechen. Es versucht gerade zu starten, aber irgendwas stimmt nicht. Modi spielt The Forest. Mein Gott, lad doch endlich. Es lädt hoffentlich sehr schnell, weil zwei Drittel sind rum. Ja, cool. Starting Client, ich hänge gerade eben. Ah, jetzt. Das klingt ziemlich komisch bei mir gerade im Stream. Ich am Röcheln und die Leute um mir herum am Röcheln. Dann kannst du mal jetzt kommen, bevor du die besiegst. Ja, wenn ich mich bewegen könnte. Nice, danke. Wenn die dann gleich los sind, dann... Mein Gott. Wenn die dann gleich los sind, müssen wir mal schlafen gehen. Versuchen mitzukämpfen. Ich sehe nichts. Ich auch nicht. Erstmal ein bisschen was. Ich glaube, die sind auch drin. Dein Mikro klingt irgendwie komisch ständig. Weil ich mich gerade hier rüber beugen muss, so, damit ich irgendwas sehe auf dem Bildschirm. Ach so, so ist das. Also es tut mir leid, aber ich kann gerade nicht in der üblichen Position sitzen, weil dann sehe ich hier nichts. Ich sehe auch super nichts. Ich habe Eisrand, Blutrand, ich sehe nichts. Ja, ich weiß, das ist ja das Problem hier gerade. Jetzt habe ich schwarz-weiß, jetzt sehe ich so ein bisschen was, aber... Ich sehe dich nicht, um dich wiederzubeleben. Also. Nein, musst du ja auch nicht. Ich bin auch tot jetzt. Mein ja, Gott. Wie auch tot? Ich. Oh. Moment. Es ist so scheiße gerade. Oh. Ich hasse dieses Spiel. Es ist so. Jetzt habe ich mich beim Trinken verschluckt vor Lachen. Das ist so kacke. Ich lieg vor deinem Haus, falls du wieder kommst. Ja, cool. Wenn irgendwas hier irgendwie mal laden würde, dann... Klar. Ich habe übrigens schon 8 Stunden Forest gespielt. Aha. Ich habe 8,2 Stunden, ja. Haben wir auch gemeinsam gespielt. Kein Wunder. Tja. Bist du wieder drin im Spiel? Gleich. Aber ich habe prima Ausdauer gerade. Das ist der Vorteil. Ich sterbe gerade, aber ich habe prima Ausdauer. Spitzenklasse. In letzter Minute. Ja, ist gut. Wo sind die Leute? Keine Ahnung, irgendwo. Lass uns mal schlafen gehen, falls das geht, während die Leute hier rumlaufen. Ja, dann komm. Ja. So, schlafen. So ist Tag. Erzählen wir die Leute mal wenigstens. Falls noch da sind. Hier ist ein Reh. Nimm doch deinen Speer und wirf ihn. So wie jeder normale Mensch. Oder nimm deinen Bogen, den du hast, und schieß. So wie jeder normale Mensch. Das wird zu leicht.
So, hol ich mir noch ein bisschen Holz von dem, was du da gefällt hast. Kriegen wir zumindest die erste Plattform fertig. Von wie vielen? 20? Ich weiß nicht. Wie groß ist sein Haus? Ich kann ja so einfach dort. Vielleicht passt es auch auf eine Plattform. Das ist wieder mal umrüsten. Liegen genug Baumstämme rum. Kriege ich jetzt noch die Plattform fertig. Ah, zwei Baumstämme noch, dann habe ich die Plattform fertig. Hurra. Sag mal, kann wieder nicht rennen. Da rollt gerade ein Baumsturm auf mich zu. Sehr gut. Und zurück damit. Eine Wandergruppe aus dem Dorf ist hier bei mir. So wie immer. Die ignorieren mich auch, die sind auf Wanderschaft. Die wollen mir nichts. Nice. Plattform fertig. Bevers. So, die Blockhütte. Oh, die kann man auf Stelzen bauen. Das ist ja passend. Dann baue ich die jetzt einfach hier noch hin und fertig ist. Ich hole mir mal kurz Arme und Beine, damit ich hier ein paar Totems bauen kann. Dann bleiben die vielleicht ein bisschen länger weg. Da brauche ich jetzt nur 134 Holz. Das ist ja der Wahnsinn. Es regnet. Ich habe einen Besucher. Ja, ich auch die ganze Zeit über. Ach ja, ich bin fast tot. Na toll. Hätte ich nicht angreifen sollen. Hast du Medizin bei dir? Dann komme ich gerade mal zu dir. Ich habe Medizin. Du weißt, ich habe ein volles Inventar voll allem. Ich komme mal zu dir, gib mir mal Medizin. Moment, ich muss kurz jemanden headshotten. Jesus, ich renne übers Wasser. Na, Angst. Er hat schon viele seiner Brüder und Schwestern sterben sehen. Natürlich hat er Angst vor dir. Sollte er auch haben. Ich baue hier gerade aus Leichenteilen Totems. Einfach weil ich nichts anderes mit den ganzen Leichenteilen zu tun habe. Tja. Hey, mein Alligatorkopf ist weg.
Schade. Wie ich in Minecraft, dass ich jetzt auch das zweite Pillager-Banner vor die Bude gestellt hat. gesagt habe. Ja. Ihr seht ja, ich habe eure Brüder getötet. Ja, nur funktioniert hier auch, glaube ich, tatsächlich. Entweder es kommen dann mehr oder es kommen weniger, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Wie ich das Spiel kenne, wahrscheinlich mehr. Ja, vermutlich. Ich meine, was sollen wir anders mit den Leichenteilen machen? Ich überlege auch so einen Custom-Teil zu machen, wo wir einfach alles an Leichenteilen reinquetschen können, hast die wir Lust haben. Hast du mal Medizin? Ja, sicher, Moment. Kannst du mir gleich mehrere geben? Oh, ups. Eins reicht dir. Wie gnädig der Herr. Hast du einen Kopf gerade dabei? Oh, da hinten. Keine ich Sorge. Fleisch. Hier ist mal, offensichtlich noch einer. Leg mal ein bisschen Fleisch bei dir auf den Grill. Mach das. Ich schmeiß mal die Torsen weg. So. Und fertig. Hübsch. Hübsch. Kann man auch anzünden. Ja, da kommen mehr. Moment, ich erledige den eben. Das war ich. Ja, ich weiß. Moin. Hey. Hey. Der weicht aus. Sehe ich schon mal wieder Bäume. Au. Das war Fallschaden. Headshot. Muss nur einmal treffen, dann haben wir es. Warum es Fallschaden in diesem Spiel gibt, ist auch blöd. Ja, es ist wirklich dämlich. Ich glaube, ich brauche wirklich mal den großen, beziehungsweise den Custom. Weil... Viel Spaß dabei. Hast du mal einen Stock? Nö. Bei mir gibt es hier wirklich keine Stöcke. Nicht einen. Lach du nicht so blöd. Sie kam mir gerade echt hin und... Das hat wirklich der Kannibalen so einen Sound gemacht. Aha. So, an denen müsste ich jetzt unbegrenzt Items hängen können. Ach, geh doch weg. Verstanden hab. So, da waren es nur 133. Ah, okay, cool. Ich muss die einzeln hinhängen. Au. Im Ernst, ich bin gerade unter Wasser gestorben. Ja gut, passiert. Da kann ich dich nicht holen. Nein, deswegen bin ich auch jetzt tot. Ich bin wieder im Flugzeug. Ja, cool. Oh, hier ist wieder voll. Hier ist Medizin und so. Ich nehme mal hier was. Ich nehme hier Sachen mit. Und wie ich rankomme. Töte wieder die Stewardess. Die ist doch schon längst tot. Nee, bei mir war es fast lebendig. Ich fange hier gerade von vorne an. Gott, diese Toten sehen so scheiße aus. Hey, hier war noch Arme und Beine. Na egal. Werfen wir die Reste auf den Haufen. So, ich komme, ich hole mein Zeug ab. Mach das, wenn du Arme und Beine hast,
Gefühl. Ah! Da sind mehr Arme und Beine. Nicht. Endlich hat der Sack mal Ausdauer. Ey. Okay, da ist das Haus. Cool, der Baseballmann hat wieder seine eigenen Leute angezündet. Welcher Baseballmann? Der immer die brennenden Baseballs wirft. Also ein Tennisbälle, ich weiß es nicht. Ich habe noch keinen getroffen. Oh, ich bin hier gerade am Dorf. Mehr Arme und Beine für mich. Und mehr Köpfe. Das Dorf ist leer. Sind alle bei uns unten. Die hängen gleich alle bei mir am Stock. Oh, der hat die Torsen angezündet. Mensch. Was für ein Service. Nicht jetzt. Haut ab. So, bin ich eigentlich gestorben unter Wasser? Na, dann finde ich mein Zeug da auch nicht wieder. Oder kriege ich das unter Wasser wieder? Bezweifle ich stark, dass du ein Zeug wieder findest. Ah, da liegt mein Kopf, ey. Da liegt mein Rucksack. Yay. Ich hab mein Zeug wieder. Mhm. Ah, und der hier hat noch einen Kopf. Der hat keinen Kopf mehr. Nice. Jetzt natürlich alles, die Axt wieder unverbessert. Alles wieder weg. Das ist scheiße. Dieser Haufen, der da an dem Stock lebt, ey. Das ist so dämlich, dass das geht. Alter, ich bin schon wieder tot. Kommst du eventuell mir mal helfen? Hast du gerade mal Zeit, zu mir rüberzukommen? Ich bin direkt vor meiner Bude. Nö, kann ich nicht. Ich platziere Leichenteile. Das ist wichtige künstlerische Arbeit. Glaube ich. Ach komm. Das brauchst du nicht. Ich muss sowieso gleich neu starten. Muss nur einmal wieder belebt werden. Medizin wäre natürlich auch gut. Medizin habe ich gerade keine mehr übrig, aber. Egal. Macht Spaß, das Spiel, ne? Hm. Man ständig stirbt. Ach, du willst nicht ständig sterben? Ich glaube, dann wurde was falsch verstanden. Das willst du erbauen, wirklich. Viel Glück. Es wird nichts. Wenn ich ständig sterbe. Hier lag doch irgendwo noch Holz rum. Du hast doch hier irgendwo Holz gemacht. Hast du gesprengt. Oben.
Oh, das ist so sau scheiße. Tod. Wenn oh, ich bin tot. Hat, das ist selten. Dann lock dich aus und melde dich wieder an. Wie immer. Dich brauche ich ja nicht halt. Dich brauche ich ja nicht rennen zu gehen. Nö. Was halt auch die Kernmechanik von dem Spiel irgendwie tötet, aber. Es geht halt, das Spiel ist 10 Jahre oder so alt. Also. Vergeben wir es ihm mal. Aha.